Wenn ich jetzt wüsste, ich glaube, wir haben gerade unseren Gang geändert. Wenn ich jetzt wüsste, wo man hier auf dem Controller blinken könnte, dann würde ich das gerne machen, aber das habe ich noch nicht herausgefunden. Deshalb müssen wir wohl erstmal so fahren, ohne den Blinker. Aber ich glaube, das werden die uns schon nicht übel nehmen, oder? Wenn doch, dann. Ja, dann müssen wir halt Strafe zahlen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir fahren mit dem LKW mal lieber auf der rechten Spur hier und nicht in der Mitte. Ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn wir hier in der Mitte fahren. Oh, das sind aber ganz schön. Uiuiuiui. Kurven, Kurven, Kurven. So. Ich wollte jetzt eigentlich gerade was trinken, aber das ist irgendwie gerade nicht möglich, weil ich hier, fahren hier fast auf dem Standstreifen. Da kommt gleich die Polizei. Ach du Schande, das sind aber echt. Also die Lenkung ist wirklich noch ungewohnt, wenn man das nicht. Wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat und es allgemein noch nicht gespielt hat, dann ist die Lenkung wirklich ungewohnt. Wirklich, wirklich ungewohnt. Haben wir hier gleich irgendwo einen Rastplatz oder sowas? 500 Metern. Aber den, glaube ich, den brauchen wir nicht, oder? Dann lassen wir den einfach mal weg. Lenk mal. So, jetzt konnte ich erstmal was trinken kurz. Mal eben alles so nebenbei hier, während des Autofahrens oder LKW-Fahrens. Erstmal was trinken. So sieht's aus. Wie schnell fahren wir denn eigentlich? 90. Das kommt mir so wahnsinnig schnell hier vor. Aber so schnell ist es irgendwie doch nicht. Komisch. Wir sollten nicht zu oft so unerhofft die Spur wechseln, bevor wir hier uns gleich noch irgendwo festrammen. Bäh. Jetzt zieht man mal so nach links, das ist das Problem. Deswegen fahre ich doch lieber eher in Richtung Standstreifen, als hier irgendwie die Autos nachher wegzurammen. So, der LKW da vorne scheint nicht so der schnellste zu sein. Ich weiß nicht, wie schnell man hier fahren darf. Oder soll mit dem LKW. Ich glaube nur mindestens 100, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich kann natürlich auch falsch liegen. Aber ich glaube, das müsste 100 sein. So, Bremen-Osnabrück. Wir müssen geradeaus weiter. Also aufpassen, dass wir hier nicht gleich irgendwie abfahren. Abfahren. Ödelili. Bis jetzt haben die Autofahrer mit einer Verständnis gehabt. Ich fahre mal hier links rüber. Dass wir hier so ein bisschen kreuz und quer fahren. Dass wir hier noch nicht mehr auf der Spur geblieben sind, denn wir mussten ja hier geradeaus weiter. Glück gehabt. Glück gehabt. So, Osnabrück müssten wir hier weiter. Immer geradeaus. Und nicht irgendwo hier abfahren. Versuchen es trotzdem so, aber es klappt. Gut. Hier würde es mich jetzt nach Bremen gehen. Wir müssen aber immer noch geradeaus weiter. Immer weiter nach Richtung Osnabrück. Da könnten wir ja zum Beispiel auch gleich einen kleinen Blick auf Köln vielleicht noch lassen, wenn wir bis dahin kommen. Vielleicht kriegen wir ja ein Angebot, dass wir nach Köln oder so fahren. So ein bisschen hier schon das alles ein wenig erkunden mit unserem LKW. Das wär's doch. Wir müssen ja später sowieso erstmal noch unseren eigenen oder eigenen LKW kaufen. Ich glaube, müssen wir nicht, aber wir können unseren eigenen LKW kaufen. Ich weiß zwar nicht, wie der jetzt hier fährt, aber ich versuche den jetzt mal zu überholen. Ich fahre wahrscheinlich sowieso hier wie der Verrückte oder wie ein Verrückter. Aber wir sehen es einfach mal jetzt nicht so eng. So, und dann kann ich hier doch wieder rüber. Zack, zack. Ach, wir müssen jetzt gleich wieder auf der linken Spur bleiben. Dann blinken wir nochmal und dann fahren wir mal wieder auf die mittlere. Zack. So, aber das mit dem Blinken muss ich glaube ich nochmal umstellen. Denn das geht bis jetzt nur auf der Tastatur und das ist ziemlich unpraktisch, wenn man hier so nebenbei wechseln muss. Deswegen, glaube ich, da muss ich nochmal einen Blick in die Einstellung werfen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch in dieser Aufnahme mache oder in der nächsten Aufnahme. Denn ich wollte die Aufnahme heute nicht ganz so sehr lang ziehen, denn ich bin froh, wenn ich mit der Erkältung hier vielleicht gerade eine Stunde noch hinkriege. Ehe, dass ich mich hier
zu Tode huste oder irgendwie sonst irgendetwas. Ach, diese Erkältung. Gerade erst eine gehabt und schon steckt man wieder in der nächsten. Aber ganz ehrlich, es ist auch nicht gerade verwunderlich bei dieser komischen Zeit, diese Temperaturen und hier und da und dann hoch und dann geht es wieder ein bisschen runter, dann fängt es mit einmal wieder an zu schneien und so weiter. Dann ist es natürlich irgendwann klar, dass man sich auch irgendwann wieder einen einfängt. Gerade wenn hier und da sowieso, oh, Landwirtschaftssimulator 2012 war rechts zu sehen. Habt ihr das gesehen, den Mähdrescher? Landwirtschaftssimulator, das ist doch auch wieder ein Spiel, das hätten wir auch mal let's playen können, ne? Oder lieber doch nicht. So, wir bleiben jetzt aber mal hier auf der mittleren Spur. So, da hinten sehe ich schon auf meinem Navigationsgerät einen Pfeil kommen. Das heißt, entweder müssen wir dort abfahren oder wir müssen... Ich glaube, wir müssen dort abfahren. Ist hier Osnabrück schon, ich weiß es nicht. Könnte das hinkommen, dass jetzt hier Osnabrück kommt? Nee, ich glaube, wir müssen noch nicht abfahren. Ich fahre mal rechts rüber. Tüdelülüt. Eigentlich sollte man ja sowieso allgemein rechts fahren, aber ich fahre wahrscheinlich gerne in der Mitte, aber hier muss ich wieder nach links. Also bleibe ich hier mal. Die Pfeile sagen es mir sowieso schon, dass ich hier nicht abfahren soll. Obwohl ich könnte, wenn ich will. Obwohl, das ist gar keine richtige Abfahrt, sehe ich gerade. Das ist nur so einmal rum kann man da wohl irgendwie nur fahren, wenn man die Autobahnseite wechseln muss, falls man sich automatisch oder irgendwie aus Versehen verfahren hat. So, 500 Meter. Dann geht's nach Osnabrück. Osnabrück. Jetzt 300 Meter. Sehe ich das richtig? 300 Meter. Hannover, Osnabrück. Ja, wenn mein rechter Blinker gehen würde, würde ich den anschmeißen. Aber warum der nicht geht, weiß ich nicht. Und hier auf meinem Controller kriege ich den, glaube ich, noch nicht hin, den Blinker. Das finde ich sehr doof. Aber was soll ich machen? So, mal nicht ganz so schnell hier. Ein bisschen vorsichtiger, mein lieber LKW-Fahrer. Ups, das bin ja ich selber. Hier wird die Straße ziemlich eng. Deshalb vorsichtig. Ganz, ganz. Ach, hier müssen wir links. Sag mir das doch mal vorher, einer. Hier müssen wir ja links. Aber gerade eben noch so gerettet. Gerettet. Hab ich überhaupt nicht drauf geachtet auf meinem Navigationsgerät. Ich war einfach so darauf eingestellt, einfach mal so geradeaus weiterzufahren, obwohl wir nach links mussten. Und dann die Straße so relativ, ja, nicht eng, aber doch so relativ klein und ein bisschen kleiner gehalten. So, ich bin ja froh, wenn wir erstmal bis Osnabrück kommen. Boah. Und dann mache ich da gleich einmal kurz die Aufnahme pausieren oder pausiere ich einmal kurz die Aufnahme und dann mache ich gleich nochmal ein Stückchen weiter. Ich muss das Ganze jetzt immer so einen kleinen Abschnitten machen durch die Erkältung leider, sonst würde ich das an einem Stück alles aufnehmen, aber ich mache jetzt hier gleich einen kurzen Stopp und nehme dann gleich weiter auf. Bäh, zack. So, jetzt müssen wir hier rechts. Hier rechts, ich kann wieder nicht rechts blinken. Das finde ich so ziemlich doof. Osnabrück. Hier müssen wir jetzt nach rechts. Vorsichtig, wir wollen keinen irgendwie quälen. Zack. So einigermaßen hingekriegt. Und ich sehe schon unser Ziel auf unserem Navigationsgerät. Shit. Fahr doch mal weiter nach links. Du mistiges Ding. Oh, Kacke. Die Lenkung ist so ruckartig manchmal, dass man das gar nicht so richtig in den Griff bekommt. Das sieht vielleicht auch einfacher aus, als es wirklich zu schaffen ist. Osnabrück, wir sind angekommen. Unser erstes Ziel, wir haben es heil erreicht. Meine Güte.
Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das so. Erster Aufenthalt in Osnabrück. So, wir müssen jetzt rechts. Rechts, hier rechts? Nee, da hinten, die Straße im Kreisverkehr. Hier müssen wir jetzt lang. Im Kreisverkehr. Und ich würde ja gerne blinken, wenn es geht. Aber das ist ja irgendwie aus irgendeinem Grund nicht möglich. Also müssen wir leider hier ohne Blinken hineinfahren. Und wir müssen hier gleich wieder rechts. Jo, genau, da ist schon unser Feldchen, da müssen wir hin. Das heißt, hier müssen wir rein. Wir sind da. Das Mehl kommt. Soll ich euch damit jetzt zuschütten? Das Anliegen ist zu überspringen und die Lieferung zu beenden. Bonuspunkte für präzises Einpacken gehen verloren. Drücken Sie Eingabe. Na komm, ich versuche da jetzt einmal kurz wenigstens ein wenig einzuparken. Auch wenn es wahrscheinlich nicht präzise sein wird. So wie ich mich kenne. Aber wenigstens ein wenig einparken hier. Wahrscheinlich soll die Lieferung hier hinten stehen und nicht wir. Ach Gott. Ich lasse es lieber mit dem Einparken. So. Mehl von Hamburg nach Osnabrück geliefert. Gefahrene Strecke 246 Kilometer. Dauert 3 Stunden 46 Minuten. Aber ganz schön lange. Und verbrauchter Kraftstoff 122,5 Liter. Basisvergütung 3587 Euro. Kontostand. Und 246 Extrapunkte. Level 1. Neuling. Neuling. Das hört sich doch gut an. Und wir haben eine E-Mail. Was für eine E-Mail? Brandneue Majestic LKW eingetroffen. LKW-Händler Stuttgart. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von Majestic LKW bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Stuttgart. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, könnte Sie hinter unseren Türen erwarten. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Majestic-Händler. Sollten wir da vielleicht mal vorbeischauen? Ich glaube, das könnten wir mal machen. Ich, wie gesagt, mache jetzt hier erstmal eine kurze Aufnahmepause, damit ich mich wieder ein wenig hier nicht entspannen kann, aber erstmal meine Erkältung wieder ein bisschen in den freien Lauf lassen kann. Leider, aber gut. Immerhin haben wir schon etwas erreicht. Wir waren in Osnabrück, haben schon immerhin was anderes jetzt schon mal gesehen. Und dann geht es, wie gesagt, gleich weiter. Bis dahin, tschüss.